Und überhaupt, wie ist das mit den Dimensionen der Zeit? Was überhaupt ist groß, was ist klein? Was sind schon Meter, Kilometer? Was sind schon Sekunden, Tage, Jahre? Ist alles relativ. Natürlich betrachten wir all das aus unserem menschlichen Maßstab heraus. Für uns hat das Universum Dimensionen, die wir nicht ansatzweise in der Lage sind zu begreifen. Aber sind wir das Maß der Dinge? Vielleicht ist das Universum in der Realität von irgendetwas anderem, uns Unbekanntem, eine völlig normale, überschaubare Größe. Für wie riesengroß würde uns wohl ein Virus halten, könnte es denn denken? Und wäre die Lebensdauer von uns Menschen aus der Perspektive einer Eintagsfliege nicht geradezu unendlich? Ist alles relativ. Da denke ich nach, so über uns, über unsere Art. Für wie groß bedeutend, für wie groß bedeutend und wichtig wir uns halten doch. Wir, ja wir, wir das Maß, das Maß der Dinge, das Maß der Dinge, wir, ja und auch ihr, wir die Krönung. Der Schöpfung gar. Danke. Was ist groß? Was ist klein? Sind wir groß? Sind wir klein? Für ein Sandkorn, da sind wir riesengroß. Riesengroß! Fürs Universum aber winzig klein. Winzig klein. Ein kleines Atom nur, bestenfalls, oder einfach nur nichts.